Möchte ich mal sagen, es ist ganz, ganz schlimm für den Polizisten und so weiter und so fort. Das kann ich richtig nachfühlen. Da dürfen keine Politiker rein und so. Da müssen richtige alte gestandene Polizisten bei sein, die das richtig von Pike auf an gelernt haben und die wissen, was ihre Jungs da, wenn sie Polizeichefs sagen, in der ersten Reihe erledigen müssen und was sie da machen müssen und so weiter und so fort. Die das auch richtig leiten können und einschätzen können. Und da nicht irgendwie so eine Schickimicki da, die meint, weil sie studiert hat, kann sich ein bisschen besser ausdrücken und so weiter und so fort. Und die denn da so einen hohen Posten kriegt und so. Das ist doch nicht normal hier. Und wie gesagt, das riecht nach DDR. Ne? Also, Sie wundern sich vielleicht, wie wir uns hier wehren und wie gut wir zurechtkommen. Also, wir haben schon wieder den 30-jährigen DDR-Standard eingeschlagen, den wir immer haben. Ne? Wir gegen alle. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.